Engen mit seinen über 10.000 Einwohnern liegt landschaftlich reizvoll inmitten der Vulkanlandschaft Hegau. Der Hausberg von Engen, der Hohen Heven, ist 846 Meter hoch. Die historische Altstadt Engens gilt als eines der besterhaltenen mittelalterlichen Stadtensembles Süddeutschlands. Sie wurde vollständig saniert und steht seitdem unter Denkmalschutz. Ein bemerkenswerter Sakralbau ist die Stadtkirche Mariä Himmelfahrt, die zunächst als spätromanischer Bau fertiggestellt und später gotisiert und barockisiert wurde. Beeindruckend die prächtige Innenausstattung. Der Bürgersaal im Rathaus dient schon seit Jahrhunderten als Tagungsort der Bürgervertretung. Er wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit einer Holzdecke ausgestattet, sowie einem aufwendigen Ofen aus graffitiertem Ton und Gusseisenplatten. Das Städtische Museum geht in seinen verschiedenen Abteilungen auf die Stadtgeschichte Engens, archäologische Ausgrabungen sowie sakrale Kunst ein. Auch überregionale Aufmerksamkeit erzeugen die regelmäßigen Wechselausstellungen. Eine Besonderheit stellen auch die zahlreichen Brunnen in der Altstadt dar. Nach Entwürfen bekannter Künstler entstanden eine ganze Reihe moderner Brunnenplastiken, die einen interessanten Gegenpol zur mittelalterlichen Architektur darstellen. Das Kränkinger Schloss ist um 1200 errichtet worden. Zur Naherholung steht unter anderem der Engener Stadtpark zur Verfügung. Dort können ein See und ein Tiergehege mit einheimischen Gästen wie Hühnern, Hasen und Ziegen besucht werden. Im Erlebnisbad Engen stehen den Badegästen moderne, großzügig angelegte Edelstahlbecken zur Verfügung. Eine Attraktion ist auch die 89 Meter lange Riesenrutsche. Zudem sind ein Fußball- sowie zwei Beachvolleyballfelder vorhanden. Der Eiszeitpark ist eine im Frühjahr 2003 fertiggestellte Rekonstruktion eines Steinzeitlagers. Ein Rundweg führt durch das etwa 3 Hektar große Gelände. Der Petersfels zählt zu den bedeutendsten steinzeitlichen Fundstellen. Engen, ein Ort mit Geschichte und etlichen Kultur- und Freizeitmöglichkeiten.